Eine alte Boxerweisheit sagt, du kannst den Boxer aus dem Ghetto holen, aber niemals das Ghetto aus dem Boxer. Um den Sprung aus dem kriminellen Umfeld zu schaffen, ist es wichtig, sich immer ein Ziel zu setzen und das nie aus den Augen zu verlieren. Ich bin in Frankfurt-Sossenheim groß geworden. Da ist es normal, dass man mit dem Gesetz in Kontakt kommt. Aus solchen sozialen Brennpunkten musst du dich immer rauskämpfen, sei es mit Sport oder Musik. Du musst immer ein Ziel im Leben haben. Selbst wenn du auf dem Boden liegst, musst du immer wieder aufstehen. Beim Boxen ist es nicht anders. Es stärkt dein Selbstbewusstsein, schärft deine Sinne. Du lernst Pünktlichkeit, Disziplin, Fairness, Eigenschaften, die wichtig fürs Leben sind. Ich will den Kids zeigen, dass sie im Ghetto nicht gefangen sind und dass Gewalt nicht auf die Straße gehört. Wenn ich krass sein will, steige ich in den Ring und stehe mein Mann. Durch Disziplin und starken Willen kann man alles erreichen. Jeder hat die Wahl, etwas aus sich zu machen. Und nichts tun geht gar nicht. Mein Ziel ist es, durch meine Geschichte junge Menschen dazu zu bringen, dass sie im Leben was verändern können, dass nichts aussichtslos ist. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Wenn mich jemand fragt, ob Sport glücklich macht, dann sage ich ja, denn es hat mein Leben zum Positiven verändert. Ich bin Vito Vendetta.